Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. Tja, für uns reicht das. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Also Connor heißen wir ab sofort. Gut, wir wussten ja schon vorher, dass wir Connor heißen werden, weil hier auf der Karte, da heißen wir ja schon länger Connor. So wie es aussieht, hat die DNA auch das Wissen unseres Vaters an uns weitergegeben, hier was die Aussichtspunkte angeht. Also Boston ist immer noch gleich nicht erobert, sondern erkundet, oder? Ich klettere mal einfach darauf, war. Nicht die umrennen, das Ärger wollen wir jetzt keinen. Tack, tack, tack. Das hat er auf jeden Fall schon ganz gut drauf. Weiter ja auch im Wald, ja. Und wir sind auch wieder im Winter. Aber ich glaube, da sind wir nicht drauf gewesen mit dem Vater. Ich meine nicht. So, wo ist der Heuhaufen? Der ist da. Wo ging das nochmal? B. Zack. Ah, ich liebe das. Gut. Ja, sieht immer noch gleich aus. Wurscht. Wir kümmern uns jetzt um die Einkäufe. Ah! So, das denn? Warum schießen die auf mich? Schnell in den Heuhaufen. Vielleicht hat sich der Bastardmann verkrochen, sich hier verstecken. Nein, nein, wir haben uns da nicht versteckt. Ich finde dich. Hab dich! Na. Wirst du nicht los! Er ist doch! Ist wohl neu! Auf den Trick fallen wir nicht rein, Bastard! Dreckschweine! Ich hab euch gar nichts getan, ey! Wir plündern jetzt aber auch noch schön aus. Nur weil ich ein Indianer bin. Oder was sollte das? Aber eben haben wir uns ja auch nichts getan. Oder weil das auch wir gelaufen sind. Naja, gehen wir lieber mal sachte hier durch.
Dann gehen wir mal hier in die Seitenstraße rein. Da vorne ist auch irgendwas auf der Karte. Dieser weiße Punkt da. Schauen wir mal, was das bedeutet. Du bist so ungefähr hier. Aber hier ist nichts. Ups. Mal auf der Karte gucken, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Zoomen. Da. Bürgerwehr. Okay. Nicht, dass sie uns auch noch angreifen. Wir folgen jetzt erstmal der Hauptmission. Nicht da drauf. Was soll denn das? Ich bin es leid. Jeden Tag werden neue Steuern erhoben, neue Gesetze erlassen ohne unsere Zustimmung. Der Revenue Act, der Indemnity Act, der Commissioners of Customs Act. Ach, Schatzkanzler Townsend muss sich für sehr klug gehalten haben, als er diese Raubzüge erdachte und zur Pflicht erklärte. Aber die Verfassung erlaubt uns zu widersprechen. Es darf keine Steuern geben ohne unsere Mitsprache. Sag mir. Na gut. Verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Gut, das hätten wir. Müssen wir zu Achilles zurück? Ja, machen wir das auch direkt. Ich sollte zurück zu Achilles. Wer sitzt im Parlament für Boston? Für New York? Für Virginia? Niemand. Okay, jetzt müssen wir hier an den ganzen Rotröcken vorbei. Ich hoffe, die lassen mich auch in Ruhe. Da ist nämlich schon gerade ordentlich Stress anscheinend hier. Man merkt, die Stimmung ist ganz schön am Brodeln. Gehen zum Zollhaus, um es den Rotröcken mal ordentlich zu geben. Ach, schnell zu Achilles. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Von Pitts auf King Street. Wir zeigen es denen. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Ja, die Rotdrücker haben ganz schön was zu tun jetzt gerade. Alles ein bisschen diesig hier, durch den ganzen Schnee. Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Hey! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Zieht mit nicht. Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Mein Vater. Mein Vater?
Das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und los. Komm her, du fetter Feigling. Du schießt ja doch nicht. Hey, Rotrock. Na komm, benutzt das kleine Gewehr. Sollen wir den eliminieren? Dürfte nicht allzu schwer sein. Oi, du da! Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer am Tauhaus. Oh, okay. Ich habe gedacht, wir sollten ihn jetzt echt eliminieren. Anscheinend doch nicht. Weil die Zeit da so abgelaufen ist. Also doch lieber ein wenig versteckter. Oi, du da! Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer im Townhaus. Na, Madame? Wie geht es Ihnen? Ja. Nein. Wir machen nichts. Ist man hinter euch her? Noch so ein verwirrter Trinker. Na, das ist mal. So, wahrscheinlich, weil wir den außer Sicht verloren hatten. Deswegen war das. Schnell rauf. Weiß, was der vorhat. Oh, ne. Wir sind gar nicht hier.